Wir sind in der glücklichen Lage, jetzt innerhalb von 7 Tagen einen Gaststart hier beim Carrera Cup Deutschland auf die Beine gestellt zu haben. Und normalerweise ist der Carrera Cup ja komplett ausgebucht und da wurde ein Platz frei und das war unser Glück. Mein großer Sohn, der ist jetzt. Der Felix Hirsiger macht einen super Job. Unser ganzes Team macht einen wirklich sehr, sehr guten Job. Die Setup-Änderungen, die wir von Session zu Session uns überlegen und daran arbeiten, das Auto richtig auf die Bahn zu bekommen, funktioniert super gut. Also ja, wir sind angetan von der ganzen Plattform. Es läuft gut bei uns und gerne mehr. Ja. Ja, unsere Erwartungen sind eigentlich, dass das Auto heile bleibt und wir einigermaßen gute Plätze bekommen. Ja, jetzt starten wir gleich ins Qualifying und dann schauen wir mal, was wir so draus machen. Es ist, glaube ich, der stärkste Carrera Cup auf der Welt, nebst dem Supercup dann. Unglaublich und auch noch mit Sorg für beide das erste Mal. Könnte nicht besser sein. Ja, mit dem Gaststart hier beim Carrera Cup Deutschland wollen wir eine Standardbestimmung machen. Schauen, ob wir als Team mit dem Fahrer, jetzt Felix in dem im Fall, hier hingehören, hier reinpassen und Erfahrungen sammeln und uns natürlich auch fürs nächste Jahr zu empfehlen. Ne? Wir würden sicherlich gerne 2 Autos permanent hier im Carrera Cup Deutschland laufen haben. Dieses Brüderpaar Daniel und Benjamin Sorg, die hier oben in der Eifel im Prinzip motorsportlich groß geworden sind und die dankend dieser angebotenen Rolle, einen Gaststart im Carrera Cup absolvieren zu können, angenommen haben, sich mit dem Felix Hirsiger verbündet haben. Der ist im richtigen Leben übrigens Verkaufsberater in einem Porsche-Zentrum in der Schweiz, nämlich in Zug in der Nähe von Zürich. Und er fährt zum allerersten Mal im Carrera Cup und macht das gar nicht mal so schlecht, möchte ich betonen, mit dem 18. Rang. Glaube ich, eine Zehntel hat gefehlt zu Platz 15, was aber auch nur 13 hinter Platz 1 war, also tipptopp, alles super. Positiv grundsätzlich. Erste Seite haben wir erreicht, war unser Ziel. Ein bisschen hat was gefehlt für Top 15, was mein eigenes Ziel gewesen wäre. Aber das können wir beim nächsten Mal rausfahren. Mega gespannt aufs Rennen und wie das Ganze verlaufen wird in den 30 Minuten. Wir sind stolz auf das, was wir diese letzten 2 Tage hier abgerissen haben. Und ja, guter Dinge, dass der Felix das im Rennen top umsetzt. Von 20 Jahren gestartet, kurz am Start einen Platz verloren, aber dann gab es ja auch die Safety Car Phase und mittlerweile hat er sich aber weiter nach vorne gearbeitet. Wir sind jetzt 17. und ist an dem 16. dran. Das Rennen war wirklich gut von der Pace her. Das war so für die Top 10 hätte es auch noch gereicht. Startphase etwas zögerlich vorgegangen, um sicher zu sein. Und dann wirklich mit guter Pace 2-3 Autos überholt. Also top Job. Ja. Das erste Mal neue Regenreifen. Im Rennen wird spannend. Ja.
her war es einfach nochmal ein Resultat, was okay ist, ähnlich zu gestern, wo man dann auch aufbauen kann. Auch. Ja, absolut. Für uns als Gaststarter ist es primär wichtig, mal ein Resultat zu haben, und da sind wir nach wie vor in den Top 20, ein Platz weiter vor, als wir gestartet sind, und macht Lust auf mehr. Auto ist heil, Felix hat das super gemacht und ja, wie er auch schon gesagt hat, macht Lust auf mehr, ganz sicher. Wir streben eine volle Saison nächstes Jahr an mit zwei Autos. Und ich denke, wir haben dieses Wochenende eine gute Visitenkarte abgegeben, dass wir auch diese Aufgabe gut meistern können. Und ja, wie gesagt, wir hatten keine Tests vor diesem Wochenende und sind ganz kurzfristig zu dem Gaststart gekommen. Und deswegen kann man einfach nicht happier sein. Ne? Also das war wirklich eine super Mannschaftsleistung.